Unter ihnen befand sich auch die Familie des Mitgliedes der jugoslawischen Regierung, Dr. Anton Mandic. 8 Monate hatten Olga, Navanka und Oleg Mandic in der Hölle von Auschwitz geschmachtet. Nur ein Wunder rettete sie vor dem Tod. Alle wurden zu Spezialversuchen zurückgestellt. Alle anderen wurden vernichtet. Wie Mäuse oder Kaninchen dienten diese Kinder für medizinische Experimente. Faschistische Henker mit medizinischen Diplomen. Die Lagerärzte Dr. Schmidt und Dr. Mengel suchten sich unter ihnen eine bestimmte Kategorie aus.